Wir dürfen uns jetzt nicht aus dem Takt bringen lassen. Hüte die Brahmen. Ja! Los geht's! Wartet auf mich, ich bin noch nicht so schnell. Ich bin immer noch ganz schön verdutzt wegen der Powerrüstung. Weiter! Nicht vom Weg abkommen, du Schlawiner-Mädchen, du. Bist doch ein Mädchen, oder? Es könnte Esmeralda sein. Die kennen wir zu Genüge. Hey! Nicht so super weit weg. Voll eine Moonwalk. Warum bist du... Oh, 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 oh! Das Monster von... Von wo? Von Grafton oder so? Wie hieß das Ding nochmal? Flatfoot Monster. Genau, das meinte ich doch. Monster von Grafton ist viel größer und hat mehr Löcher. Jupp. Hätten wir das geklärt. Zurück zum Schäferstab. Lol, es ist Esmeralda. Es ist Esmeralda. Come on, ey. Verteidige die Brahmen. Ja, da vorne ist wahrscheinlich Action. Aber schön, dass wir jetzt hier nicht alleine sind. Mal wenigstens loswinken. Kommunikation ist alles. Auch wenn sie nonverbal ist. Ist doch so. Zwei Drittel unserer Kommunikation läuft nonverbal ab. Also ihr erlebt quasi nur das letzte Drittel hier von mir im Let's Play. Wobei, hier so rumgucken und so ist ja auch nonverbal, theoretisch. Das ist doch eine interessante Aufgabe für so eine Abschlussarbeit im Studium. Die nonverbale Kommunikation eines kameralosen Let's Players. Muss ich rausschneiden, die Idee ist zu gut. Sie kommen gleich. Wir kennen die Stelle. Genau, hier überlappen gerade zwei Eventgebiete. Schon wieder begonnen, Freilandhaltung. Telefonstreich, Telefonstreich. Super verwirrend das Ganze. Hey, stopp! Pass auf, du mit deiner Powerrüstung. Die sind giftig teilweise. Na, lass die Kuh in Ruhe. Können wir den Kühen Schaden zufügen? Nein, das geht nicht. Aber nachher geht das. Wenn das Event zu Ende ist. Los! Vorwärts Marsch! Und dann schön mit Psycho und dem Hochspannungshefeweizen und der edlen Tante im Anschlag zerlegen wir den Schiebsquatsch. Oh, Level 1000 Spieler. Ui, Desert Eagle 777. Irgendwann haben wir auch Level 1000. Aber es wird noch ein paar Jahre dauern. Los, Burm, reiß dich zusammen. Wir haben es fast geschafft. Das war doch nur ein Spaß mit dem Erschießen nach dem Event. Alles wird gut. Er kommt gleich hier irgendwo raus. Ne? Ich brauche eine erhöhte Position. Tante, genau, edle Tante Plasma. Die Omi quasi. Ihr wisst schon, ne? Ihr wisst schon, ne? Hochspannungshefeweizen ist die 6 und dann Minus für Psycho. Psycho-Buff, ne? Wie hieß das nochmal? Doch, Psycho-Buff. Der Psycho-Buff. Komm gleich. Und aus der Hocke raus. Richtig. Du leidest an Gelenksteife. Jeden Morgen, Mensch. Deswegen musste ich so ein komisches Stretching machen. Sagte mein Orthopäde. Nee. Doch, noch eine Sekunde dauert's. Ich nehme den Buff erst, wenn's losgeht. Na. Da ist er. Zack, Psycho ist genommen und boom! Yay! Voll rein. So großartig. Aber das war ich ja nicht alleine. War ein schönes Event. Wir haben gut funktioniert. Na, ist da noch ein Bier oder so? Heftig. Ach so. Er hat ein Gleisgewehr. Er wird auch gut reingehauen haben. Des Jägers Breitseite. Nee, da würde ich... Doppelschuss würde ich da gerne mal ausprobieren. Aber es ist jetzt nicht so zwingend notwendig, dass ich die Waffe irgendwie ausrollen würde. Wir werden sie schon irgendwann bekommen. Früher oder später. Ein bisschen Kram zerlegen und dann geht's schon weiter. Wir waren gerade mit Convenience beschäftigt. Die Cranberries haben wir schon. Und der Rest folgt sogleich. Noch 4 Fusionskerne, wunderbar. Zerlegt, Maschinenpistole, kriegen wir eine Mod? Nein. Hier müssen wir ganz dooferweise über unseren eigenen Inventar das Herzchen rausnehmen und können jetzt erst zerlegen, weil wenn ich jetzt hier auf C drücke,
ändere ich nur den Reiter. Zack. Powerrüstungschassis, das ist wieder das andere Chassis, ne? Ich habe Angst, wenn ich das jetzt zerlege, dass meine Rüstung weg ist. Irgendwie aus verbuggten Gründen oder sowas. Aber ich bin mal so mutig. Im schlimmsten Fall müssen wir uns halt eine neue Powerrüstung rollen. Blub, weg damit. Oh, okay. Wir tragen unsere Powerrüstung noch. Alles wird gut. Die Teile bitte auch zerlegen. Die wollen wir nicht mit... Stopp, wir müssen ja noch... Oh, verdammt, wir müssen ja auch noch Dinge reparieren. Leo, Mensch. Stimmt, stimmt, stimmt. Mein Multitasking hat auf jeden Fall Grenzen. Eine Sache kann ich gleichzeitig. Wenn ich Glück habe, steig mal kurz aus. Ich bin gerade ein bisschen skeptisch. Wenn ich die jetzt wieder einsammle, habe ich meine Rüstung in der Tasche. Gut, das war nur ein Test. Ne? Sicher ist sicher, lieber double checken. Das ist Fallout 76. Das ist alles möglich. Ich habe schon ganz schräge Geschichten gehört über verlorene Waffen und Powerrüstungen. Da ist man lieber ein bisschen vorsichtig. Convenience und Blutadler, aber erst Convenience. Cranberries haben wir. Wir brauchen auch noch legendäre Module und Hirnpilze. Wobei wir hier wahrscheinlich nicht genug Hirnpilze kriegen werden. So, Module bitte. Die volle Ladung. Wir haben es ja, Mensch. So viele Scheine. Und haben wir noch doppelt Glück? Come on, come on, come on. Ich spare mir jetzt auch die Hirnpilztour hier. Wir müssen sowieso noch eine andere machen. Doch wir können ja schon mal hier legendären Kram verticken. Wie zum Beispiel diesen Breitsalter. Den wir nicht weiter ausrollen wollen. Weg. Und weg. Und chill. Das war jetzt auf jeden Fall Convenience. Und jetzt wieder Action. Blutader. Noch 30 Stück. Wir sind gerade hier. Genau. Machen wir hier unten weiter. Hier, zwei Stück gibt es. Rollins Arbeitslager. Da ist richtig was los. Haben wir da nicht diesen einen Campbegleiter befreit gehabt? Ihr wisst schon, der mit der Lederjacke. Bo, nee, Quatsch, das war nur Vegas. Der andere mit B. Wenn man will, kann man hier auch ganz gut Sniper-Rino-Action machen. Auch aus der Power-Rüstung. Was bist du für einer? Oh, Blutader Halsabschneider. Dann wollen wir dir mal den Hals vom Kopf schießen. Katsching, katsching, katsching. Noch irgendeiner da oben? Grubenhauer, nein. Die haben uns heute noch nichts getan. So, hier hoch bitte. Also am besten snipert sich von da oben. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Da würden sie uns mitbekommen. Wir umrunden das Lager. Na los, hier hoch wieder. Na, geht doch. Das geht immer in Bethesda-Rollenspielen. Oh, ich freue mich so auf Starfield. Und wenn es wirklich nur so eine Art Fallout mit Raumschiffen wird, das wäre ja super, das wäre ja perfekt, genau das möchte ich ja eigentlich. Ein Fallout 4 in Sci-Fi, ne? Das wäre es doch. Aber warum eigentlich nicht Fallout 76 in Sci-Fi? Ich muss sagen, ich mag mittlerweile den MMO-Part von Fallout 76 wegen des Loops. Und ich dann weiß, okay, das Spiel wird fortgeführt. Beziehungsweise, wenn der Loop für einen selber funktioniert, dann kann man das Spiel nahezu unendlich spielen, wenn man weiß, es sich einzuteilen. Das hat natürlich auch hier seine Grenzen. Wenn man es übertreibt, dann hat man irgendwann Leerlauf. Man muss neugierig bleiben. Aber ist das nicht bei allem so? Nein, stopp. 3. Ist doch bei allen so. Wir gehen rein. Genug gesnipert. Wir snipern ein andermal weiter. Hi. Das war der Willkommensschuss. Und der Tödliche kommt gleich hinterher. Na. Come on. Ballistic Bock, wir haben keine Zeit. Es muss jetzt schnell gehen. Es geht um Leben und Tod. Und um Convenience. Unsere Cranberries vergammeln uns in der Tasche. Und wenn das passiert, werde ich richtig stinkig. Na, das war gewollt. Es sollte aussehen wie ein Matrix. Saß ja eigentlich auch, fand ich. Wir sind da durch das Loch gefallen. Das macht er doch die ganze Zeit in Matrix. Ha! Granate! Wo denn? Wo denn? Boom!
Wie hieß der Typ nochmal, der Campbegleiter? Meine Güte, den wir hier befreit haben. Mein Gedächtnis. Aber bei Namen ist es wirklich am schlimmsten. Ich kann mir jetzt so schlecht Namen merken. Er hatte dann den Laden bei uns gehabt. Die Bar. Barry, ne? Nein. Bruno. Ich glaube, das war's. Bruno, der... Naja, der Blutadler-Reservist. Und das war es auch schon wieder, ne? Wir dürfen auch das ein oder andere Blutadlerlager hier besuchen. Aber erstmal Plastik. Wenn wir hier schon mal so einen günstigen Billardtisch finden, vielleicht nochmal mit den Karten durchlaufen. Ich brauche viel mehr Wackelkopfpuppen und viel mehr Hefte und Rezepte nehme ich natürlich auch mit. So. Gucken wir mal. Kann ich nicht looten? Sieht trotzdem cool aus. Nuka Cola Cherie. Unsere aktuelle Buff Cola. Köhler. Am Köhler kann ich mit durchhalten, du. Hier vielleicht nichts. Überhaupt gar nichts. Keine Wackelkopfpuppe. Aber Muni. Muni für den Verkauf. Darf man nicht unterschätzen. Ist zwar viel Sammelarbeit, aber am Ende des Tages kauft das jemand und wir haben wieder Kronkorken für Großmengen. Und für neue Rezepte. Irgendwann dann mal wieder. Haben wir nicht auch noch... Oh, warte mal, ich dürfte doch bestimmt noch das ein oder andere stabile Flux dabei haben. Ja, natürlich, wir haben die Mutti gekillt in der letzten Aufnahme. Einmal waren wir richtig mit dabei und zweimal so halb. Da war die Sache ja viel zu schnell vorbei. Aber so ist das halt bei der Mutti. Manchmal können wir, ich glaube schon, das gilt als Action. Wir brauchen Hirnpilze. Und zwar von meiner Lieblings-Hirnpilz-Location. Hier drüben. Oh, stopp, aber vorher Uranrausch. Klickety klick klick. Los, los, los. Kommt ihr Ratten? Oder wollt ihr etwa ewig leben? Zack. Plopperina wird schon richten. Welche Nahkampfwaffe habe ich dabei? Für die Variation. Mal kurz gucken. Nachdem wir hier den Grubenhauer vom Balkon geschossen haben. Nahkampfwaffe. Horny, ne? Nee, Sporty. Oder Sorty. Ja, nee, brauchen wir nicht. Dann nicht. Sorty hat ja nur... Hat ja nur eine Aufgabe. Er soll Roboter killen. Roboter, ich glaube auch noch ein paar Verbrannte. Na dann eben doch, Klopperina. Loadout haut hin. Weiter. Weiter buffen brauchen wir uns hier nicht. Nicht für die Grubenhauer. Wir sind ja blutig. Und blutig haut die Klopperina besonders gut rein. Zack, zack, zack. Wow, hier geht's ja gleich richtig rund. Hey, stopp, Mensch. Die ist frisch lackiert, die Powerrüstung. Und poliert. Extra mit Abraxo gecleant. Zack. Gut gemacht. Einen nach dem anderen. Wir machen nachher die nahe Leichen-Loot-Funktion, wenn hier alles voll mit Haufen ist. Jetzt, zack, Cola zum AP-Buffen. Bringt das überhaupt was? Merklich? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Fühlt sich gerade nicht so an. Ist trotzdem immer noch relativ langsam hier der AP-Zuwachs. Aber Nuka Cola Cherie verschafft ja nur AP auf Zeit. Also beschleunigt den Zuwachs für eine Weile. Aber so richtig reingehauen hat das jetzt nicht. Aber im Gegensatz dazu, Nuka Cola Quantum macht sofort 100 AP. Aber die findest du halt auch nicht überall. Müssen wir gucken. Müssen wir gucken. Gegenstände. Ganz kurz mal reinschauen. Essen und Trinken. Nuka Cola. Cherie. Ja, AP 25 auf Zeit. Das ist eigentlich nicht so super prickelnd. Ne? 10 AP auf Zeit ist noch schlechter. Bonus EP. Aber die hält doch auch nur
so und so lange. Da müsste man die Cranberry direkt vom Eliminieren eines größeren Gegners nehmen. Da macht das wieder Sinn. Hier ist der Quantum, sag ich ja. AP sofort 100 am Start. Damit könnte man ordentlich was ausrichten. Aber es gibt ja diese Karten, aber die kann ich nicht setzen. Hey, ne? Herkommen, alle herkommen. Wunderbar. Geht gleich weiter. Ja, ist jetzt vielleicht nicht so super effektiv mit der Nuka-Cola-Cherie. Sie bringt auch noch ein paar TP, aber das ist jetzt hier gerade nicht so wichtig. AP wäre schon relevant gewesen. Aber so wenig, 25. Mehrfach nehmen bringt nicht, ne? Also würde nichts bringen. Die überlagern sich ja dann gegenseitig, gerade bei einem zeitabhängigen Buff. Mal schauen. Ansonsten ohne Ende Nuka-Cola Quantum Farm und dann nur im absoluten Notfall verwenden. Aber wenn wir genug Maissuppe-Intos haben und Co. Und die Campers, was wir meistens haben, wenn wir uns in Situationen begeben, die, einen guten Buff voraussetzen, dann könnte man sich bestimmt auch die Quantum sparen. Aber wir wollen ja hier ein wenig mit Zahlen jonglieren. So ein ganz klein bisschen. Da! Dankeschön. Die Nahe-Leichen-Loot-Funktion nicht vergessen zum Ende. Sehr wichtig. Hier liegt super viel Munition rum. Aua! Da ist er. Der Lump, der Elende. Schön weiterbrennen. Irgendwer hat ihn angezündet. Okay. 50%. Und danach gehen wir uns Hirnpilze holen. Hätten wir die Hirnpilze beim Myrrh mitgenommen und die hier, hätten wir, glaube ich, genug gehabt. Aber danach ist man ja immer klüger. Konnte ja keiner wissen, dass jetzt hier Uranrausch aufploppt. Hey, ich will auch ran. Blutbefleckt Speer. Oh, eine Sekunde. Ist das eine Einhand- oder eine Doppelhand-Nahkampfwaffe? Ich glaube Doppelhand. Speer. Wo steht das? Ich gehe mal ganz kurz ins Einhand-Nahkampf-Loadout. Gott sei Dank sind wir nicht überladen. Wir machen 229 Schaden. Ja, okay. Loadout wechseln. Doppelhand-Nahkampf-Loadout. Ist hier. 263 Schaden. Es ist eine Doppelhandwaffe. Macht ja auch total Sinn. Aber er trägt sie halt in einer Hand. Das ist ein bisschen verwirrend. Komm her, du Ratte! Naja, so stark ist das Teil jetzt auch nicht, ne? Hi. Blub! Und einmal hinterher geschlagen. Ich würde es ganz gerne haben, dass er mit dem Speer zusticht. Ich glaube, dann würde ich öfters mit dem Speer spielen. Weil das finde ich irgendwie optisch hochwertiger. Ansprechender. Finde ich irgendwie ansprechender. Los! Die Klebe sieht auch total nett aus, aber auch da, ne? Da schlägt er mit dem Teil wie mit einer Axt. Das wird auch ganz nett, wenn er irgendwie die Klebe so schwingen würde. Wie die Doppelklinge in Dark Souls 2. Ja, das wär's doch. Aber es gibt schon genug coole Nahkampfwaffen hier. Gerade die Grognak-Axt, die hat's mir wirklich angetan. Oder meine verfluchte Axt. Auch echt nice. Knüppel Karin war auch immer über jeden Zweifel erhaben. Schön anstacheln. Hat genug Schaden gemacht, um sprintend und mit einer schweren Attacke den ein oder anderen Gegner sofort aus der Latschen zu hauen. Ich weiß gar nicht, ob ich... Warte mal, anstacheln. Handgefertigt, naja. Das macht bei dem Gewehr echt wenig Sinn. Aber trotzdem schön. Man könnte es sicherlich zu so einer Art Pseudo-Scharfschützengewehr ausbauen, aber es macht dann halt trotzdem pro Schuss zu wenig Schaden. Hey, du Ratte! Zack! Ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht hundertprozentig sicher, ob der schwere Schlag aus dem Sprinten raus mehr Schaden macht. Und ihr kennt mich ja, ich bin ja mal wieder so, ich schalte trotzdem nicht die Schadenszahlen ein.
ich bin so ein gefühlter Faktentyp bei sowas. Aber das merkt man ja dann trotzdem irgendwie. Und hab. Na, ihr Schlängel hier. Hey, der war ja schon tot. Weiter, weiter, weiter. Die letzten Prozent. Jetzt nicht nachgeben.